Das Wort hat Herr Abg. Frömmrich für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte mich auch in den Reigen derer, anschließen, die sich bei Ihnen, Herr Prof. Ronellenfitsch, recht herzlich bedanken für die Vorlage dieses Berichts, aber auch in erster Linie für die gute Zusammenarbeit, die wir mit dem Hause und mit Ihrer Behörde pflegen. Ich glaube, es ist eine gute Tradition, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Parlament und der Aufsicht und dem Datenschutz gut ist und dass auch die Landesregierung ihre Ratschläge sozusagen in Anspruch nimmt und viele Dinge, die auch die gesetzlichen Regelungen angeht, mit Ihnen abspricht. Von daher herzlichen Dank an Sie, aber auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihres Hauses für die engagierte Arbeit, die Sie in den vergangenen Jahren geleistet haben. Und es war ja auch eine aufregende Zeit, wie Sie uns im Unterausschuss Datenschutz, der Kollege Hahn hat das gesagt, ja, vielfach berichtet haben, war ja die Frage der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung auf europäischer Ebene, die Umsetzung dann der Richtlinie, jetzt der Prozess der Erarbeitung des Datenschutzgesetzes war ja eine Herkulesaufgabe. Und wir haben gemerkt, wir haben das ja auch gesehen hier beim Datenschutzforum, dass Sie mit sehr viel Werf die hessischen und die deutschen Datenschutzstandards verteidigen und das auch immer wieder einfordern, dass wir einen hohen Datenschutzstandard haben und dass wir diese Regelungen auch behalten wollen und dass wir da keine Abstriche machen wollen. Das ist jetzt der Prozess, in dem wir uns befinden. Wir sind ja gerade in den Gesprächen, was das Datenschutzgesetz angeht. Das ist schon ziemlich komplex. Sie haben das ja gerade angedeutet mit der englischen Sprache. Nicht nur das, sondern die Rechtssetzungsnormen in der Europäischen Union, in den Verordnungen und auch in den Richtlinien, das in deutsches Recht zu übertragen und dann noch die hessischen Datenschutzregelungen da unterzubringen, das ist schon ein sehr komplexer Gesetzgebungsvorgang. Es ist ja auch nicht das dünnste Gesetz, was da erarbeitet wird. Sie haben sich da frühzeitig eingeschaltet, und Sie haben da mitgewirkt, auch auf europäischer Ebene. Auch dafür, Herr Prof. Ronellenfitsch, danken wir Ihnen herzlich. Und weil der Kollege Hahn das auch gerade angesprochen hat, natürlich gilt es jetzt auch, das in hessisches Recht umzusetzen. Wir haben ein Enddatum, das soll der Mai 2018 sein. Bis dahin soll die Datenschutzgrundverordnung umgesetzt sein. Und wenn alles sozusagen so läuft, wie es geplant ist, wollen wir Ihnen auch im Dezember, dann zum Dezemberplenum, das hessische Datenschutzgesetz vorlegen mit den Umsetzungsregelungen der Datenschutzgrundverordnung und der Datenschutzrichtlinie und mit dem, was dann auch in der Grundverordnung beinhaltet ist, nämlich mit der Information, mit dem Zugang zu Informationen für die Bürgerinnen und Bürger, Klammer auf, Informationsfreiheit, Klammer zu. Auch das wollen wir darin regeln. Und ich hoffe, dass das dann im Dezember auch hier in diesem Hause diskutiert werden kann und dass wir das dann auch so, wie es gewünscht ist und wie Herr Prof. Ronellenfitsch das ja auch angesprochen hat, möglichst in großer Einigkeit diese Gesetze dann auch verabschiedet werden, weil Hessen hat einen guten Ruf im Bereich des Datenschutzes. Wir sind sozusagen das Ursprungsland des modernen Datenschutzes. Das wollen wir auch bleiben. Und von daher wäre es gut, in so einem Gesetzesvorhaben auch möglichst eine breite Mehrheit hier im Hause zu erzeugen. Wir laden auf jeden Fall dazu ein, meine Damen und Herren. Was mit dem Eurovision Song Contest hat der Kollege Hahn schon erwähnt, dass wir zwar da nicht immer gut sind, aber dass wir zumindest zweimal da auch Sieger kreieren konnten. Aber ich will auch auf einen weiteren Punkt eingehen, den der Kollege Hahn als Vorsitzender des Unterausschusses Datenschutz angesprochen hat. Das sind die Fragen, die immer wieder auftauchen und wo man sich dann auch einmal Gedanken machen muss, wie man vielleicht auch bei den ein oder anderen Verbänden, vielleicht auch bei der Kassenärztlichen Vereinigung und solchen, die da unterwegs sind, mal das Bewusstsein dafür schafft, dass es Problembereiche gibt, die immer wieder angesprochen werden. Ein Problembereich ist die Frage des Datenschutzes in Arztpraxen.
Das sind sensible Daten, das sind Gesundheitsdaten. Und immer wieder taucht die Frage auf, wie werden diese Daten gesichert, wie werden Akten aufbewahrt und wie werden, Sie schreiben das in einem Beispiel, wie werden die Daten dann auch gesichert, was den Zugang zu Servern zum Beispiel angeht. Also, dass in Arztpraxen die Server in einem Kellerraum stehen und für jedermann zugänglich sind, das sind einfach Zustände, die so nicht gehen. Sie haben hier mehrere Fälle, sowohl was Arztpraxen angeht, was Krankenhäuser angeht, aufgeführt. Wir haben das hier schon einmal gehabt, wo die Patientenakten auf irgendwelchen Fluren rumgelegen haben. Ich glaube, wir müssen hier auch noch einmal deutlich sagen, dass in diese Richtung Änderungen unbedingt erforderlich sind und dass diejenigen, die mit diesen sensiblen Daten umgehen, dass sie einfach darauf achten, dass das vernünftig umgegangen wird. Von daher ist es auch immer wieder gut, dass Sie uns daran erinnern, dass es dort Probleme gibt. Da müssen wir mit den Verbänden und mit den Vereinigungen mal ein ernstes Wort reden. Ein weiterer Punkt, den Sie angesprochen haben, das ist die Frage, dann von öffentlichem Pranger. Sie haben da ein Beispiel genannt, wo sozusagen in einem Hotel die Krankenstände veröffentlicht werden und dann sozusagen am Eingang für die Mitarbeiter dann mit dem Satz kommentiert werden, diese Zahlen muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also, da werden die anderen Mitarbeiter darauf aufmerksam gemacht, wie die Krankenstände der anderen Kolleginnen und Kollegen sind. Auch das geht nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch da müssen wir darauf dringen, dass solche Dinge geändert werden. Auch im öffentlichen Bereich haben Sie die Frage der Regelung der Bodycam angesprochen. Aber ich glaube, dann haben wir im Austauschjahr und im Gesetzgebungsverfahren eine Regelung gefunden, die durchaus trägt. Unterm Strich will ich sagen, die Punkte, die Sie angesprochen haben, die müssen wir auch mit denen besprechen, die für diese Verstöße verantwortlich sind. Wir müssen mit den Vereinen und mit den Verbänden und mit den Vereinigungen über die Umsetzung reden. Wir müssen mehr Sensibilität schaffen für den Datenschutz und für den Umgang mit Daten. Wir merken das ja auch immer wieder, gerade wenn wir unterwegs sind mit kleinen und mittleren Betrieben, wie da mit Daten umgegangen wird, da die Sensibilität herzustellen. Deswegen ist es immer wieder gut, wenn Sie darauf aufmerksam machen, wenn wir das im Unterausschuss Datenschutz besprechen und wenn wir das hier im Hessischen Landtag besprechen. Ich danke Ihnen für die geleistete Arbeit, danke insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses und wünsche mir eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Haus. Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Dr. Wilken für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Ronellenfitsch! Auch für meine Fraktion kann ich als erstes einmal nur herzlich Dank sagen für gute Arbeit, für gute Zusammenarbeit. Das gilt selbstverständlich nicht nur für Sie, sondern auch für Ihre Frau und Mannschaft. Ich glaube, dass durch diese gute Zusammenarbeit und relativ fix Probleme hier in Hessen gelöst werden, wie es an anderen Stellen nicht so schnell möglich ist. Das Problem ist nur, und meine Vorredner haben schon darauf hingewiesen, wenn man sich immer wieder vor Augen führt, was denn diese Probleme immer wieder sind, dann wachsen einem schon graue Haare. Dass wir uns also immer wieder darum kümmern müssen, dass hochsensible Patienten- und Patientinnenakten im öffentlichen Raum aufgefunden werden. Dass wir, wie Sie darauf hingewiesen haben, auch bei den Behörden nach wie vor aufpassen müssen. Sie haben das Beispiel die Verbunddatei Rauschgift angeführt, wo also auch Bagatellfälle auf einmal verzeichnet werden, was ganz eindeutig nicht rechtmäßig ist. Oder was den Dauerbrenner anbelangt, die Videoüberwachung nicht nur im öffentlichen Raum, aber vor allen Dingen auch im öffentlichen Raum. All das sind auch Dauerbrenner über all die Jahre. Ich frage mich manchmal, wie wenig offensichtlich Bewusstsein und Sensibilität in der Bevölkerung dahergestellt wird, wenn Sie z.B. bei der Videoüberwachung aus meiner Sicht vollkommen zu Recht anmerken, das hilft natürlich nichts, wenn an der Kamera, die überwacht, ein Schild hängt, hier ist eine Kamera. Sondern Menschen müssen davor gewarnt werden, wenn sie einen Raum, einen
Bereich betreten, in dem sie überwacht werden, und der ist meist weitaus größer als die Kamera. Auch ich will der Hoffnung Ausdruck geben, dass wir in Zukunft nicht mehr zwei Berichte gleichzeitig behandeln müssen, weil die Bearbeitung seitens der Landesregierung sehr lange gedauert hat. Wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr deutlich früher über die Datenlage und die Datenschutzlage 2017 hier beraten können. Nun haben Sie, Herr Ronellenfitsch, bereits auf eine Zeitenwende hingewiesen. Sie wissen von mir, dass ich das weniger mit meinem Hör- und Musikverhalten am European Song Contest festmachen kann. Aber Sie, wie ich ja auch Gitarrist, werden mir zugestehen, dass der Tod von Malcolm Young sicherlich eine Zeitenwende in der Musik bedeutet. Die Parallele zum Datenschutz haben Sie auch angesprochen, das als eine rektale Phase bezeichnet. Ich will über die Bezeichnung da gar nicht weiter nachdenken, sondern die Gefahr, die Sie ansprechen, die wir alle ansprechen müssen, die ja, weit beachtete Publikationen mittlerweile zum Ausdruck bringen, die Gefahr, die Big Data und deren Umgang mit Daten darstellt. Sie haben, wenn ich mich recht entsinne, in der letzten Sitzung des Unterausschusses Datenschutz auch darauf hingewiesen, dass natürlich die Kommerzialisierung dieser Daten auch dazu führen muss, dass wir als die eigentlichen Eigner unserer Daten auch an der Nutzung dieser Daten finanziell verdienen sollen müssen. Da gebe ich Ihnen ausdrücklich recht. Wenn Daten ein Geschäftsmodell sind, dann haben diejenigen, die diese Daten nicht nur produzieren, sondern denen sie gehören, auch ein Recht darauf, daran mitzuverdienen. Soweit sind wir vollkommen einer Meinung. Nur die Kehrseite des Ganzen ist doch, dass, und das hat vor allen Dingen eine Publikation von Frau Hofstetter in den letzten Monaten deutlich gemacht, die dieses Buch geschrieben hat, Sie wissen alles, bezogen auf Big Data, und dort über hunderte Seiten ausführt, dass das Problem ist, dass wir gar nichts mehr wissen, weder von der Gefahr noch von den Kompetenzen, die wir als Individuen damit abgeben, und mit der Gefahr, die damit verbunden ist, dass wir ein Stück Freiheit unserer offenen Lebensgestaltung aufgeben, nicht nur, weil wir kontrolliert werden, sondern weil wir suggestiv in eine Norm gepresst werden und ein Leben außerhalb dieser dann von Big Data vorgegebenen Norm sehr viel schwieriger wird. Wir nehmen wahr, dass damit auch noch einmal das Ausmaß an Überwachung steigert, sei es durch Behörden, die Bürger besser im Blick behalten wollen, oder eben durch Unternehmen, die ihre Kunden besser verstehen wollen. Ob auf öffentlichen Plätzen, in Geschäften, Restaurants, wir werden überall heute von Videokameras beobachtet. Die neue Entwicklung ist jetzt, dass unzählige Sensoren in Straßenlaternen versteckt oder hinter Werbeplakaten verborgen, unsere Signale der Smartphones verfolgen und so ein ziemlich genaues Bild zeichnen können, welche Wege die Smartphone-Besitzer nehmen. Und dank der Gesichtserkennung des neuen iPhones weiß man jetzt auch noch, wie dieser anonyme jemand aussieht. Ein Beispiel. In Deutschland läuft derweil in rund 100 Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel ein Pilotprojekt, bei dem die Werbedisplays die vor ihnen stehenden Kunden taxieren, und diese sollen dann – in London passiert das schon – diese sollen dann wie in London auf diese Person und ihr Geschlecht zugeschnittene Werbung vorgespielt bekommen. Das ist eine Einflussnahme auch im öffentlichen Bereich, eine Suggestion dessen, was und wie wir uns verhalten sollen, die ich schon sehr bedrohlich finde. Ein zweites Beispiel, und damit ende ich. Werden in Deutschland
der Chef der Techniker-Krankenkasse noch laut darüber nachdenkt, ob man nicht eines Tages die Daten von Fitness-Trackern in der elektronischen Patientenakte speichern könnte, müssen wir, wenn wir in die USA schauen, feststellen, dort ist das schon Alltag. Wenn also Versicherungskonzerne abhängig von meinem privaten Verhalten demnächst mir nur noch bestimmte Verträge und bestimmten Schutz anbieten, dann bedroht das meine individuelle Freiheit. Und diese Gefahr müssen wir als Datenschützer oder nicht als Datenschützer, als Bürgerinnen und Bürger allen erkennen und entgegentreten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat Herr Abg. Holschow für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Prof. Ronellenfitsch, meine sehr geehrten Damen und Herren! Natürlich, als letzter Redner reihe ich mich auch ein in die Glückwünsche bzw. in die Danksagung meiner Vorredner dafür, dass Sie, Herr Prof. Ronellenfitsch, es immer wieder schaffen, dass der Datenschutz eben nicht langweilig ist, dass er spannend ist, dass er uns Spaß macht und dass er uns auch in so eine trockene Materie, wie sie manchmal dargestellt wird, hineinzieht. Sie machen das immer wieder klasse und spannend. Deswegen habe ich auch den größten Abstand zu Ihrer Rede gewählt, um natürlich auch nicht mich messen zu können mit dem, was Sie immer an Rhetorik in den Datenschutz hineinpacken. Herzlichen Dank von unserer Fraktion dafür. Ihre Berichte, Herr Prof. Ronellenfitsch, geben uns immer einen hervorragenden Überblick auf die aktuellen Themen und Probleme des Datenschutzes. Viele meiner Vorredner sind darauf eingegangen, dass wir in der Vergangenheit immer eine nicht zu akzeptierende Zeit gebraucht haben, bis wir von Ihrem Bericht und die entsprechende Stellungnahme der Landesregierung hatten. Ich bin froh, dass wir dieses Mal die beiden Berichte gemeinsam diskutieren können, weil wir dadurch natürlich auch wieder in die Situation kommen, dass die Aktualität und vor allen Dingen die intensive Arbeit, die auch in diesen Berichten steckt, entsprechend gewürdigt werden kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es wäre schade, denn diese Tätigkeitsberichte liefern uns immer kompetent und übersichtlich einen Stand der Rechtsprechung, sei es europäisches, Bundes- und ja natürlich auch Landesrecht. Und sie decken, das ist auch in den Reden meiner Kollegen aufgetaucht, immer auch viele Probleme im Umgang mit den Daten bei Behörden und natürlich auch im privaten Bereich aus. Ich versuche jetzt auch in den 7,5 Minuten ein paar Schwerpunkte herauszuarbeiten, die auch meiner Meinung oder die Meinung meiner Fraktion entsprechend uns besonders wichtig sind. Aber die sind auch teilweise schon angeklungen. Gerade das Problem mit den Bodycams war bereits im Plenum hier in der Vergangenheit Thema und wurde wegen dem Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung auch immer wieder heftig diskutiert. Die Bodycams erzeugen ein verfassungsrechtliches Spannungsfeld zwischen öffentlichen Sicherheitsinteressen und den Persönlichkeitsrechten derjenigen, die gefilmt werden. Das macht ihren Einsatz rechtlich so sensibel. Es ist gut, dass der Datenschutzbeauftragte das Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des HSOG nahe begleitet hat und die Erweiterung des Bodycam-Einsatzes auf Tonaufzeichnungen und Pre-Recording so beeinflusst hat, dass der Eingriff in die Rechte der Betroffenen sauber gewahrt bleibt. Ich habe diesen Punkt aus dem 44. Bericht herausgegriffen, weil ich finde, dass es ein gutes Beispiel sein kann, wie wir auch künftig Entwicklungen der polizeilichen Einsatzmöglichkeiten in einer immer mehr digitalisierten Welt betrachten müssen. Wenn wir die Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen wollen, dass die Nutzung von Daten wie Video- und Tonaufzeichnungen, Datenverkehre innerhalb der sozialen Netzwerke noch viel mehr Eingang in die polizeiliche Arbeit finden sollen, müssen wir das transparent und rechtlich einwandfrei tun. Schön, dass wir in Hessen das mit diesem gut aufgestellten unabhängigen Datenschutzbeauftragten tun können. Wie wichtig das in der polizeilichen Arbeit ist, zeigt auch die Überprüfung der Falldatei Rauschgift. Auch da haben wir schon das eine oder andere dazu gehört, die Sie in Ihrem 45. Tätigkeitsbericht auch noch einmal ausgiebig behandelt haben. Auch hier mussten Sie als Datenschutzbeauftragter feststellen, dass entgegen der rechtlichen Vorgaben auch Bagatelldelikte erfasst wurden und die Entscheidung über die Speicherung oftmals nicht nachvollziehbar war. Die Fachdienststellen der Polizei wurden auf diese Problematik sensibilisiert, und es wurden Änderungen auf den Weg gebracht.
Besser wäre es natürlich gewesen, wenn man im Vorfeld schon so sensibel gewesen wäre und hätte auch in der Behörde schon den Umgang entsprechend gelehrt oder gelebt. Aber gerade an der Aufdeckung von solchen Fällen und dem Wissen einer wirksamen Aufsicht des Datenschutzbeauftragten bin ich der Hoffnung, dass eine Verbesserung im Umgang mit den Daten bei den Behörden erfolgen kann. Das betrifft nicht nur den polizeilichen Bereich. In beiden Berichten finden wir ein breites Spektrum an Anmerkungen zum Umgang mit Daten. Wir haben die Speicherung und Weitergabe von Informationen bei Kommunen, z.B. Familiendaten im Kindergartenbereich, bei der Schulverwaltung, beim Führen von Schulakten, beim Jobcenter, Finanzamt, Weitergabe der Daten untereinander. Die Reihe würde sich noch sehr, sehr lange fortführen lassen. Die Tätigkeitsberichte zeigen, wie ich finde, ein Bild, das wir mehr oder weniger alle selbst erleben und erfahren. Der sensible Umgang mit Daten wird eher lascher, weil alltäglicher und selbstverständlicher. Nicht die einzelnen kleine Unvorsichtigkeit beim Schutz personenbezogener Daten macht das Problem, sondern die Vielzahl der Möglichkeiten, dadurch Daten von Bürgerinnen und Bürgern zusammenzutragen und damit eine Sammlung von Daten zu erzeugen, die es zu einem kritischen Problem für den Einzelnen werden lassen. Ich glaube, jedem meiner Kollegen ist aufgefallen, dass der Bereich, der gerade im Gesundheitsbereich eine besondere Rolle spielt. Es sind schon einige Beispiele aufgeführt worden, die ich gar nicht wiederholen möchte. Aber für mich stellt sich schon die Frage, warum das gerade in so einem sensiblen Bereich, wo doch die ärztliche Schweigepflicht auch von den Medizinern immer ganz hoch gehalten wird, warum das gerade im Bereich der Daten oftmals nicht funktioniert. Wir haben gehört, da stehen Patientenakten darum, da steht der Server im Keller, wo jeder darauf zugreifen kann. Ja, wir haben im Krankenhaus hatten wir in der Vergangenheit den Fall, dass das Krankenhaus geschlossen wurde, die Patientenakten noch jahrelang darum standen und für jeden zugänglich waren. Ich glaube, da müssen wir in Zukunft, und das hat auch der Kollege Frömmrich hier angesprochen, da müssen wir in Zukunft wirklich noch einmal ein Auge drauf haben, dass gerade in diesem sensiblen Bereich das Patienten-Arzt-Verhältnis ist doch auch ein besonderes Verhältnis. Man geht doch dahin in einer gewissen Vertrauenssituation. Und ich glaube, das darf an der Stelle auch nicht gelockert werden in dem Bereich Daten, sondern im Gegenteil. Die Bürgerinnen und Bürger in Hessen haben hier einen besonderen Anspruch darauf, dass man sich in diesem Bereich auf die Praxis entsprechend verlassen kann. Ich glaube, da müssen wir in Zukunft auch noch verstärkt drauf schauen, dass das auch in Zukunft so bleibt. Mir ist auch der Fall des Prangers besonders aufgefallen, weil das kann man eigentlich gar nicht glauben, dass ein Hotel die Fehlzeiten seiner Mitarbeiter an ein schwarzes Brett hängt und dann auch noch mit so einem Satz garniert. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich tiefstes Mittelalter. Das ist Mobbing in der modernen Zeit, dass ich dachte, dass es eigentlich nicht mehr geben dürfte. Wir können an solcher Stelle auch nicht mehr mit Aufrufen oder mit Bitten arbeiten. Ich glaube, da braucht man wirklich das volle Maß des Bußgeldes anders verstehen, dass solche Menschen, solche Arbeitgeber nicht. Und entsprechend müssen wir als Datenschützer da auch entsprechend mit Bußgeldern arbeiten in Zukunft. Kommen Sie zum Schluss, bitte. Danke schön, Herr Präsident. Zum Schluss gerade die Europäische Datenschutzgrundverordnung, das aber auch bei meinen Vorrednern in vielfältiger Weise angeklungen, wird uns in der nächsten Zeit enorm fordern. Ich bin froh, dass der Kollege Frömmrich angekündigt hat, dass wir in der Dezember-Sitzung uns mit den entsprechenden Gesetzesvorlagen beschäftigen müssen. Es wird Zeit. Bis zum Mai nächsten Jahres ist nicht mehr viel Zeit. Und entsprechend müssen wir in die Gänge kommen. Wenn Sie sich ein Beispiel genommen haben an unserer Vorlage des Transparenzgesetzes, dann könnte das auch relativ schnell gehen, weil das war nämlich gut. Und dann haben Sie auch uns. Zeit war das Stichwort. Das ist nett. Zum Schluss vielleicht nur noch zu dem Thema European Song Contest. Lassen Sie uns nicht zum Puppet of a String werden, also nicht zu einer Marionette des Datenschutzes. Ich bin froh, dass wir den Genghis Khan des Datenschutzes hier vorne sitzen haben. Und dann erleben wir auch kein Waterloo. Danke schön, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, Ihnen die Stellungnahme der Landesregierung
Rund 6 Monate, nachdem der 45. Tätigkeitsbericht des Hessischen Datenschutzbeauftragten erschienen ist, vorlegen zu können und damit unseren Beitrag geleistet zu haben, diese kombinierte Aussprache zu dem 44. und 45. Tätigkeitsbericht zu ermöglichen. Was den Inhalt der Tätigkeitsberichte und der Stellungnahmen der Landesregierung betrifft, gibt es wenig Spektakuläres zu erwähnen. Das ist hier schon deutlich geworden. Wie stets in den letzten Jahren ist auch in Bezug auf den 44. und 45. Tätigkeitsbericht des Hessischen Datenschutzbeauftragten festzustellen. Es sind darin erneut keine gravierenden Verstöße der Behörden der Landesverwaltung gegen das Datenschutzrecht verzeichnet. Das ist gut so und soll auch zukünftig so bleiben. Diese positive Bilanz spiegelt zum einen den hohen Stellenwert wider, den der Datenschutz in der Landesregierung und der gesamten Landesverwaltung genießt. Der Datenschutz ist kein Randaspekt, wenn es um die Schaffung neuer Vorschriften oder die Einführung neuer Verfahren geht, sondern wird von Anfang an in die Überlegungen einbezogen. Aus diesem Grund beteiligt die Landesregierung den Hessischen Datenschutzbeauftragten bzw. seine Dienststelle frühzeitig bei allen Vorhaben mit datenschutzrechtlicher Bedeutung. Daraus hat sich eine gute Zusammenarbeit entwickelt, in der der Hessische Datenschutzbeauftragte und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter häufig wichtige Hinweise für die datenschutzgerechte Gestaltung eines Vorhabens geben. An dieser Stelle danke ich Ihnen, Herr Prof. Dr. Ronellenfitsch, und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit mit der Hessischen Landesregierung. Vielen Dank. Diese Zusammenarbeit ist auch der zweite wichtige Faktor, der zur positiven datenschutzrechtlichen Bilanz der Landesregierung beiträgt. Erst der vertrauensvolle Austausch über geplante Vorhaben ermöglicht es, rechtzeitig die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Um die Anforderungen des Datenschutzrechts bei der Umsetzung berücksichtigen zu können und Beanstandungen zu vermeiden. Ermöglicht wird diese Form der vertrauensvollen Zusammenarbeit und, das möchte ich ausdrücklich betonen, auch Kritik an einzelnen Vorhaben der Landesregierung nicht ausschließt durch die stets vorhandene Offenheit für Ansinnen der Landesregierung und deren sachbezogene Behandlung durch Sie, Herr Prof. Ronellenfitsch, und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist durchaus nicht selbstverständlich, wenn man sich einmal die Praxis in anderen Ländern ansieht, wo der Meinungsaustausch gelegentlich über den Austausch von Pressemitteilungen zu erfolgen scheint. Herr Prof. Ronellenfitsch, ich möchte Ihnen hier und natürlich auch Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für die das in gleichem Maße gilt, deshalb ausdrücklich auch einmal für die Art und Weise danken, mit der Sie die Zusammenarbeit mit der Landesverwaltung und mit den Behörden gestalten. Das ist nicht selbstverständlich, und deswegen auch dafür ein herzliches Dankeschön. Ich will nicht, dass hier Missverständnisse entstehen, denn natürlich steht es mir als Innenminister nicht zu oder als Mitglied der Landesregierung nicht zu, dem Hessischen Datenschutzbeauftragten Empfehlungen für die Art der Amtsführung zu geben. Der Hessische Datenschutzbeauftragte ist Kraft des Hessischen Datenschutzgesetzes und demnächst Kraft der unmittelbar geltenden europäischen Datenschutzgrundverordnung auch in dieser Hinsicht völlig unabhängig, erst recht von denjenigen, zu deren Kontrolle er eingesetzt ist. Das versteht sich von selbst. Aber gerade weil er es nicht müsste und weil es Beispiele in anderen Ländern gibt, welche Möglichkeiten ein unabhängiger Datenschutzbeauftragter hat, bin ich sehr dankbar, wie Sie das hier in Hessen handhaben, Herr Prof. Ronellenfitsch. Das wollte ich jedenfalls hier ausdrücklich gesagt haben. Ein Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen der Landesregierung und dem Hessischen Datenschutzbeauftragten ist auch die Anpassung des hessischen Datenschutzrechts an die mit der EU-Datenschutzreform im Jahr 2016 geschaffenen Datenschutzgrundverordnung und der Richtlinie für die Strafverfolgungsbehörden der Justiz und Polizei. Das ist ja hier schon angeklungen. Die Frage, wie wir das mit dem Datenschutzgesetz in den nächsten Monaten machen wollen, ist ja, Herr Vorsitzender, auch im Unterausschuss bereits schon erörtert worden. Wir waren zunächst darauf angewiesen, dass der Bund seine Umsetzung oder seine Regeln festlegt, damit wir hier bei uns in Hessen ein hessisches Datenschutzgesetz dann eben auch nachvollziehen können. Es ist ein ziemliches Werk, mit dem wir Sie beglücken werden in den nächsten
in den nächsten Wochen, weil es aus allen Ressorts sozusagen die datenschutzrechtlichen Regeln zusammenführt. Insofern will ich Ihnen sagen, oder muss ich Ihnen sagen, dass hier für die Kolleginnen und Kollegen viel Arbeit auf Sie zukommt, weil das wirklich ein großes Werk ist. Aber damit Sie viel Arbeit haben, mussten auch vorher alle Ressorts der Hessischen Landesregierung viel arbeiten. Deswegen will ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesregierung bzw. der Behörden auch ein herzliches Dankeschön für ihre Arbeit zurufen. Abschließend will ich noch einmal zu den heute auf der Tagesordnung stehenden Tätigkeitsberichten zurückkehren. Hier drängt sich eine vergleichende Betrachtung geradezu auf, nachdem uns zwei Berichte parallel vorliegen. Sieht man sich den letzten, den 45. Tätigkeitsbericht an, fällt auch im Vergleich mit dem 44. Tätigkeitsbericht auf, dass darin erstmals, seitdem die Aufsicht über den Datenschutz im nicht öffentlichen Bereich dem Datenschutzbeauftragten im Jahr 2011 übertragen wurde, seine Ausführungen zur Prüfungstätigkeit der Wirtschaftsunternehmen im Tätigkeitsbericht einen deutlich größeren Umfang einnehmen als seine Feststellungen im Bereich der Landes- und Kommunalverwaltung. Offenbar traten im Berichtszeitraum mehr berichtenswerte Vorkommnisse im Bereich der Wirtschaft ein als in dem der Verwaltung. Das ist durchaus ein bemerkenswerter Vorgang. Und den wollte ich hier ebenfalls ansprechen. Die Tätigkeitsberichte geben ja nicht nur einen Überblick darüber, mit welchen datenschutzrechtlichen Themen und Einzelfällen sich eine Behörde im Verlauf eines Jahres beschäftigt hat. Die Berichte geben auch Aufschluss darüber, auf welchen Feldern sich die Aufsichtstätigkeit der Behörde im Schwerpunkt abgespielt hat. Das war im Jahr 2016 offenbar überwiegend im Bereich der Wirtschaft der Fall. In der Prüfungstätigkeit bei Auskunfteien, Banken oder Versicherungen als in den Behörden der Landesverwaltung. Daraus lassen sich wenigstens zwei Erkenntnisse ziehen. Erstens. Die Landesregierung ist, was den Datenschutz in der Verwaltung betrifft, auf einem guten Weg, den wir weiter verfolgen werden. Zweitens. Die wirklichen Probleme im Datenschutz, die für die Bürgerinnen und Bürger in Hessen von Bedeutung sind, spielen sich heute nicht mehr so sehr in der Verwaltung, sondern in der Privatwirtschaft ab. Das ist auch rechtspolitisch aufschlussreich und erlaubt es, so manche Debatte zum Datenschutz in ihrem Gewicht richtig einzuordnen. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für die Arbeit, die sich der Datenschutzbeauftragte mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Tätigkeitsberichten und in seiner Tätigkeit gemacht hat und die Beratungsleistung, die wir von Ihnen erhalten und gerne in Anspruch nehmen. Ich freue mich auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Danke, Herr Minister Beuth. Wir sind am Ende der Debatte angelangt. Wir haben zwei Beschlussempfehlungen hier vorliegen, denen wir schon entsprochen haben, indem wir die Berichte beraten haben. Formell bitte ich trotzdem noch einmal um Ihre Abstimmung über diese Beschlussempfehlung. Wer dem Beschlussempfehlung zum 44. Tätigkeitsbericht zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Dann erübrigt sich Weiteres. Das Gleiche für den 45. Tätigkeitsbericht. Zustimmung. Dito, das gesamte Haus. Damit haben wir diesen Tagesordnungspunkt oder diese beiden Tagesordnungspunkte beendet. Und Herr Prof. Ronellenfitsch, ich bedanke mich noch einmal bei Ihnen, bei Ihrer Mann- und Frauschaft im Namen des gesamten Hauses und Ihnen gute Besserung. Meine Damen und Herren, bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, ist noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ein dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Abschaffung des § 219a Strafgesetzbuch, Drucksache 19/5455. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 80. Die Redezeit beträgt 5 Minuten je Fraktion. Zur Geschäftsordnung. Frau Schott, drücken Sie mal. Herr Präsident, wir möchten, dass das am Ende des heutigen Tages aufgerufen wird. Es besteht der Wunsch, diesen Tagesordnungspunkt heute noch vor Sitzungsende zu beraten. Ich sehe Nicken. Wünscht jemand dazu das Wort?
Das ist einhellig. Wir rufen das also heute am Ende der Tagesordnung, bevor wir nach Hause fahren, auf.